1941 geschaffen, geformt. Und im Februar 1942 wurden schon alle Juden vernichtet auf diesem Ghetto. Zuerst befand sich das Ghetto im Zentrum der Stadt und dann im Vorstadt, im Vorstadt Warawucha. Dort befanden sich die KZs und das Ghetto. Und das KZ, was war das? Also war das ein, was war das für ein, also eine, hat es lange bestanden? Die ganze Zeit der, des Krieges, meine ich. Mhm. Neben dem Kloster im Warawucha gibt es auch die Lokale der Massenhinrichtungen. Und dort wird jetzt ein Mahnmal errichtet. Und die Räumung des Ghettos im Februar 1942, sind da alle Juden von hier weggebracht worden oder war das schon vorher? Nicht nur von hier, sondern auch aus naheliegenden Dörfern. Und die sind dort erschossen worden oder wissen Sie das? Erschossen. In diesem KZ oder in dem? Im Ghetto. Im Ghetto. Im Ghetto. Das Ghetto war auch dort. Ah, war auch dort. Auch dort neben der KZ. Okay. Es gibt sehr wenige Informationen dazu. Aber weiß man, wann das genau war im Februar? Genau nicht. Das Datum habe ich zu Hause in meinen Papieren, aber sage ich das nicht. Okay. Das, es gibt auch im Internet diese Informationen. Okay. Here near the village Cherenishtsa, Polsk district, in 1942-1943. By the German fascist occupiers were captured about 2,000 people who were citizens of Polsk. Remember us. We would like to live, to grow up our children and see this world in peace, but we wouldn't. It's written here that on this place, in the year of a war, 1941-1942, were killed and shot about 8,000 of Jews. There were prisoners of a Polish ghetto, right on this place. Also written on this memorial that it is planning in the future to build another one, the big monument on this place, in the memory of those who was killed here during the war for Jews, Polish ghetto.